Ich bereue es keinen Zentimeter, dass ich zu Werder gekommen bin. Ich bin immer noch froh, hier zu sein. Es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Ich glaube, als Spieler will man über 90 Minuten auf dem Platz stehen. Und die letzten Wochen waren jetzt zwar ein bisschen schwierig für mich persönlich, aber ich habe immer im Training Gas gegeben. Ich habe versucht, der Mannschaft von außen zu helfen. Fußball ist ein Tagesgeschäft, es kann schnell gehen. Jetzt hat es Miloš leider getroffen, dass er halt verletzt war jetzt am Freitag. Und ich konnte der Mannschaft natürlich erfolgreich helfen. Da bin ich sehr, sehr stolz drüber, dass ich erstmal der Mannschaft helfen konnte. Persönlich für mich ist das Spiel auch, glaube ich, positiv verlaufen. Ich habe, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht, seit langem mal wieder. Ja, also, dass die Konkurrenz groß ist, das wissen wir, glaube ich, alle selber. Ich bin froh, mit den Jungs trainieren zu dürfen, weil die dann doch ein bisschen mehr Erfahrung haben als ich. Und klar, auf jeden Fall schaue ich mir von den älteren Spielern was ab. Selbst Marco, der jetzt nur 2 Jahre älter ist, hat trotzdem schon Bundesligaspiele gemacht und von dem kann ich auch was lernen. Wer im Endeffekt spielt, entscheidet der Trainer. Miloš war jetzt verletzt. Ich habe ausgeholfen. Was jetzt dieses Wochenende passiert, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie hart es Miloš getroffen hat. Klar will ich spielen, er will spielen, alle wollen spielen. Und wie gesagt, wir müssen im Training Gas geben und dann schauen, wer am Wochenende spielt. Und wenn ich jetzt nicht wieder spielen sollte, werde ich trotzdem von außen der Mannschaft helfen. Ich glaube, auch aus schwierigen Zeiten kann man viel mitnehmen. Ich bin noch ein junger Spieler. Ich habe jetzt, glaube ich, dieses Jahr gelernt, dass man auch mal Geduld haben muss, wenn es halt immer nicht so läuft. Dass man immer am Ball bleiben muss, dass man nie aufgeben muss. Und das ist trotzdem sehr, sehr wertvoll für mich, auch für die Zukunft für mich. Ich bereue es keinen Zentimeter, dass ich zu Werder gekommen bin. Ich bin immer noch froh, hier zu sein. Am Anfang ist es mir gar nicht leicht gefallen, sage ich mal so. Ich habe mich bei meinem Bruder immer ausgeheult quasi, sage ich mal. Also nicht ausgeheult, aber ich habe halt immer meinem Bruder direkt geschrieben und habe gesagt, das kann nicht schon wieder sein und sowas. Und mein Bruder hat mich auch dann immer so ein bisschen gebremst und hat gesagt, gib Gas weiter, deine Zeit kommt noch. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen. Und Fehler passieren, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Jeder kann mal Fehler machen, klar, soll es nicht so häufig sein. Aber ich versuche trotzdem, wenn ein Fehler passiert ist, nur das Positive rauszuziehen, dass ich in der nächsten Situation es einfach besser mache. Und wie gesagt, ich bin noch ein junger Spieler. Klar, ich habe keinen Welpenschutz mehr, aber trotzdem Fehler passieren und einfach weitermachen. Vom Machen wird es nur besser. Ja, er hat eine gute Mischung. Er redet viel mit uns. Er hält uns trotzdem irgendwie gut bei Laune. Das Training macht Spaß. Da ist Feuer drin. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo die Spieler halt alle mitziehen. Wenn Feuer drin ist im Spiel, wenn man merkt, man wird trotz des Trainings besser, auch wenn man nicht spielt. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, was er sehr, sehr gut macht. Dass wir jetzt so einen Lauf haben, ist natürlich Wahnsinn. Hätte ich nicht so gedacht. Aber das zahlt sich halt aus, wenn man unter der Woche halt Vollgas gibt. Wir sind alle im Training fokussiert. Und wenn es mit dem Rekord klappt, natürlich ist es schön, aber das ist einfach nur eine Bestätigung von der harten Arbeit, die wir unter der Woche leisten. Wir denken von Spiel zu Spiel. Wir wollen jedes Spiel erfolgreich bestreiten. Und wenn wir das, glaube ich, tun, dann wird man sehen, was am Ende rauskommt.